Yo, ihr seid auf hiphop.de, mein Name ist Vega und ihr guckt, meine Mama hört Rap. Gebt euch das. Schönen guten Abend, wir sind hier im O25 bei der Meine Mama hört Rap Frankfurt Brand Jam. Ich bin hier mit Vega. Erstmal vorneweg, Vega, wie geht's dir? Alles cool? Alles wunderbar. Ich freue mich, dass ich hier bin. Hab ein bisschen wenig geschlafen letzte Nacht, weil ich war Kartenspielen mit Freunden und sowas und hatte ein bisschen Action noch wegen Show und Beat schneiden und alles Mögliche heute den Tag über. Aber ansonsten wunderbar, ich freue mich, dass ich hier bin. Hast du wenigstens was gewonnen beim Kartenspielen? War es lukrativ und erfolgreich? Also gestern eher weniger, ich habe nur den Einsatz zurückgekriegt. Ich bin als Vierter rausgeflogen gegen meinen Partner Bosca, leider Gottes. Ja, okay, dann gratulieren wir erstmal an dieser Stelle Bosca für den Schnapp, für den Pott beziehungsweise, aber ich meine, wenn du auf Null rauskommst, ist es cool. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Okay, also, was ist eigentlich mit den Jungs von der Bushalte? Bist du noch ab und zu da oder hast du jetzt zu viel zu tun, weil neues Album und so weiter? Erzähl mal ein bisschen was. Die Jungs von der Bushalte sind generell alle noch mit mir unterwegs, aber wir haben größtenteils den Platz, wo wir uns besaufen und rumhängen, ein bisschen geändert, ein bisschen ins Wärmere, ein bisschen trockener. Da gibt es so die ein oder andere Kneipe, wo wir rumhängen. Also nicht mehr so jetzt bei minus 10 Grad jetzt draußen an der Bushaltestelle stehen, egal ob Schnee oder Regen und so nicht mehr. Aber die Jungs sind dieselben. Das, was wir machen, ist dasselbe, nur nicht ganz so oft mehr draußen rumhängen. Dann eher doch im Sommer, Alter. Also kann man resümieren, dass ihr nobler geworden seid? Bequemer, würde ich sagen, ja. Wenn du das damit meinst, wir sind bequemer geworden, ja. Auf jeden Fall. Okay, dann kommen wir mal zum aktuellen Geschehen so in Hip-Hop Deutschland. Du bist von hiphop.de zum Newcomer des Jahres gewählt worden und von der Juice hast du Platz 2 bekommen, ja? Sag mir mal, wie stehst du dazu? Hat es dich überrascht, dass die so krass dein Album abgefeiert haben oder allgemein dein ganzes Schaffen? Also groß überrascht. Nicht überrascht, dass ich Newcomer des Jahres geworden bin, weil ich ganz ehrlich, also ohne arrogant zu sein, auch meiner Meinung nach das auch verdient hatte. Aber ich war überrascht, dass so viele, weil das wird ja von Fans gewotet, so, dass so viele Fans auch derselben Ansicht waren. So. Und gerade, weil es da ja in den letzten Jahren immer irgendwelche Voting-Armeen gab und so, Leute, die da irgendwie rummanipuliert haben. Und wir haben halt auch natürlich unseren Aufruf im Forum gemacht und so. Und deswegen war ich schon überrascht, dass es tatsächlich für Platz 1 gelangt hat. Also ich habe mich sehr, sehr gefreut darüber, auf jeden Fall. Okay, Newcomer des Jahres zu werden, ist ja im Showbiz und im Sport und allgemein in vielen Genres eine große Sache, ja? Und was mich jetzt interessiert, was hat es dir im Endeffekt gebracht, Newcomer des Jahres zu werden? Was hat es mir im Endeffekt gebracht? Ich so richtig, wirklich einschätzen kann ich das auch nicht. Ich denke, dass natürlich der ein oder andere der noch zusätzlich über meinen Namen deshalb stolpert, sich vielleicht mal irgendwo irgendwas anhört, wenn er es noch nicht getan hat, einfach weil er den Namen halt da liest. Also höchstwahrscheinlich zusätzliche Hörer, ein paar mehr oder weniger. Natürlich steigert es auch die Erwartungen bei den Leuten, ist natürlich auch ganz klar. Aber ansonsten würde ich sagen, ist halt einfach generell ein schöner Titel. So, sowas hat man halt gern. Ich habe so eine Medaille gekriegt, sie hängt zu Hause und so, da freut man sich halt einfach drüber. So, als jetzt halt als nächstes irgendwann ein Echo oder sowas gewinnen, Alter. Das wäre schon von der Publicity, glaube ich, ein bisschen, hat es höhere Auswirkungen als so ein Award, aber ändert ja nichts dran. So fürs Herz ist auf jeden Fall sehr gut. Ich wollte den Scheiß verändern.
Lieber bleib ich broke, das Album, ja. Wie ist es eigentlich gelaufen und was würdest du sagen, Musik allgemein aus wirtschaftlicher Sicht betrachtet, ist es überhaupt noch lohnenswert, Musik zu machen? Also aus wirtschaftlicher Sicht würde ich sagen, ist es nicht lohnenswert, Musik zu machen. Also zumindest nicht für Künstler, die auf meinem Level spielen oder das Ganze veranstalten. Aber das sollte natürlich, also in meinem Fall war es auch nicht der Grund, warum ich angefangen habe, Musik zu machen. Demnach wird es auch nicht der Grund sein, warum ich aufhöre, Musik zu machen. Aber es gibt wirklich zu wenige, die einfach damit richtig Geld verdienen, das habe ich auch schon immer gesagt. Natürlich ist den Traum haben wir natürlich immer noch, dass wir irgendwann da hinkommen, das auch machen. Wir haben auch höchstwahrscheinlich auch die Möglichkeiten, die Voraussetzungen, das durchziehen zu können. Aber man sollte jetzt nicht anfangen zu rappen und sich erhoffen, dass man Millionär dadurch wird. Das ist der falsche Weg auf jeden Fall. Okay, und ich komme auf deine Videosingle, König ohne Krone. Ja. Da gab es viele Diskussionen bezüglich des Beats, weil der Beat ja von einem Franzosen schon mal verwendet wurde. Ja. Jetzt im Nachhinein, bereust du die Entscheidung, dass du den Beat gepickt hast? Überhaupt nicht. So. Ich meine, so viel gebe ich auch nicht auf das Gelaber. So am Ende vom Tag, ich habe den Beat hart gefeiert, habe den Song hart gefeiert, habe sogar den Namen übernommen, weil ich fand es auch ein kleines bisschen passend irgendwie so für die Situation, so wie das war. Und ich habe da draußen einen guten Song gemacht, ich habe gut gerappt, die Leute wollen mich rappen hören. Größtenteils soll es den Leuten eigentlich, was heißt scheißegal sein, auf was für Beats ich rappe, ist dumm gesagt, aber ich meine, ich habe vorher nur Mixtapes gemacht, wo ich auf irgendwelche Beats von irgendwelchen Leuten gerappt habe. So, ich habe bei Adlerjunge das gemacht, alle Leute haben es gefeiert. Irgendeiner hat halt dann da seinen Senf dazu gegeben. Dann gibt es natürlich 8 Leute, die unter 6 verschiedenen Namen in 10 Foren dann auch noch mitschreiben. Und dann sieht es so aus, als wären auf einmal 15.000 Leute gegen dich. Aber das ist ja nicht der Fall. Also ich würde sagen, generell haben die Leute es trotzdem positiv aufgenommen. Es war ein guter Song. Vielleicht hätte man einen anderen wählen können, aber ich denke, es war eine gute Entscheidung, so wie es war. Oh. Get the best out of there. Get the best out of there. Hey, jeder von euch, rappt jetzt mit, okay? Alles klar. Ich halte die Mikro an. Ich kann hören, was die Straße redet. König ohne Krone, guter Mann, sagt die Gegend. Wollte gehen, als der Rest nur noch irgendwas. Doch unser Krieg. Ich lass einen ran, Vater frei. Stimme des kleinen Mann.
den König ohne Kronen.